Oh, nein! Hi Lucheng, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge RimWorld Biotech hier bei eurem Bombardin. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es wird hier schon wieder fleißig beleidigt und angegriffen. Ja, die Schweine. Wobei ich gar kein Schweinchen sehe. Ich sehe nur so ein Ytterkin. Impede. Noch ein Ytterkin, aber keine Sau. Da ist keine Sau dabei. Ich hätte gern Nelson, der sieht heiß aus. Naja, gut. Wir müssen da durch. Safety Dance ist schon an. Das heißt, die Leute strömen in Sicherheit. Und jetzt warten wir einfach mal ab. Würde ich sagen. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, schauen wir nochmal ganz kurz. Nachrichten. Belagerung, genau. Julians Schweine wollen belagern. Das heißt, wir warten darauf, dass die sich aufbauen, damit die ganzen Ressourcen kommen. Und dann bombt die gute Jasmine diese feinen Menschen ins Mittelalter zurück. So, jetzt möchte ich aber ganz kurz hier die EMP-Granaten wieder rausnehmen. Dann können wir schon mal die HE-Granaten nämlich liefern. Genau, die sind schon da. So, sind schon drinnen. Jawohl, da kommen die. Jawohl, 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 jawohl. Wunderbar. Just me, bemannen. Haben wir eigentlich neue Bilder? Es ist immer so ein bisschen... Mir ist aufgefallen, in den letzten Folgen bin ich ein paar Mal auf Leute eingegangen, hab gelacht. Als hätte ich die noch gar nicht gesehen, dabei habe ich die sogar schon gesehen gehabt. Ja, so ist das nun mal, ne? So. Gut, das passt alles. Gut, dann würde ich sagen... Let's fetz. So, Just Me muss jetzt hier erstmal Granaten holen. Hallo. Standard macht schon. Ja, Just Me, heute wird eine lange Nacht, du. Ist jetzt gerade nicht. Ist jetzt gerade nicht, Just Me. Du musst hier jetzt ran. So. Gut. Gut. Wir wollen den Ray Wolfen erstmal wegschießen. Der ist nämlich fast schon fertig mit seiner Artillerie. Oder mit seinem Mörser, besser gesagt. So. Das war Mörser Nummer 1. Ach, der zweite ist auch schon weg, oder was? Der hat aufgegeben, offensichtlich. What? Oh! Oh, nein! Just Me hat die HE-Granaten von denen getroffen. Und hat einfach mal alle weggeballert. Oh, bösartig. Böse. Alter Schwede. Ja, die sind tot, ne? Doch nicht so tough gewesen, der gute Tough. Alter Schwede. Die hat die HE-Granaten getroffen. Oder da hat sie einfach mal alle in die Luft gejagt. Schön. So, und jetzt den Rest erledigen, die Fallen natürlich, ne? Doink, 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 doink. Oh, schade, Nelson kriegen wir heute nicht. Naja, was soll's. So, wir erlauben. Wow. Genau. So, gut. Wir können mal gucken. Wenn wir so ein paar gute Leute mit Bergbau finden würden, ist jetzt keiner dabei hier, aber dann könnten wir uns einen Außenposten erstellen. Das wäre eigentlich ganz cool mal. Krant. Ja, Krant ist auch nix. Das wird zu krantig. So. Ja, erfolgreich abgewehrt. Den Spaß. Der Feind flieht. Alter, Wackortier, voll am... Ist das ein Jogger? Nö. Eigentlich ein Faulenzer, aber der joggt da raus, du. Wahnsinn, der will nur noch weg.
So kann's gehen. So, gut. Dann wieder zum Alltag zurück, ne? Ist ja immer schlimm mit den Cliffhangern. Es tut mir auch sehr, sehr leid. Aber das Spiel schickt mir zurzeit immer erst am Ende einer Folge. Die Raids immer. So, hier können wir mal ganz kurz entkleiden. Ist auch wieder so ein bisschen was, ne? So. Wunderbar. Hier wird abgebaut. Stahl nehmen wir mit. Zack, zack, zack. Wunderbar. Geschafft, Leute. Hey, super Sache, oder? Den hier können wir noch schlachten. Ah, warte mal. Mach noch einen. Den Krant. Och, Kabu und LP. LP ständig, oder? War das jetzt wegen was? Kabu beleidigte LPs Ambitionen. Ja, LP, da wirst du... Waren unentschieden wieder mal. Ah, ey, die Prügeleien, ne? Die Nerven. Mögen die sich nicht? Lass mal kurz gucken. Ja, LP ist gefühlt mit allem rivalisiert. Mit allen. Ich glaube, wir schicken... Achso, LP ist schon in der Nachtschicht. Okay. Ja, wir müssen LP einfach... Ich glaube, wir müssen LP einfach bekehren. Ne? Wenn wir LP endlich bekehrt haben, dann wird alles besser. Standard, lauf hier mal hinterher. Transportkapsel. Ein Landsknecht... Ein Landsknecht namens Weißes Lama. Das war ein Anschlag auf unsere Artillerie, glaube ich. Feuerhüter und Landsknecht kann kochen. Und Kunst. Das ist ja Bobby 2.0 eigentlich. Ja, aber muss ich jetzt sagen, weiß ich nicht. Also... weiß ich jetzt nicht. Eigentlich nicht so, ne? Ist mies, ich weiß, ist mies, aber komm. Wir lassen ihn zum Sterben zurück. Er stirbt so, wie er geboren wurde. Nackt. Der Konstruktuid ist nochmal drüber gefahren. Ah, wunderbar. Was wir machen können, wir können... Das wollte ich auch schon länger mal machen. Weil hier haben wir ja unseren Leichenstapel. Das heißt, wir setzen hier das Krematorium rein. Dann müssen die nicht immer hier quer durch die Base laufen. Wir haben hier noch eine jährliche Ausstellung. Was gibt's? Das königliche Game of Ur. Wo ist das denn? Schicke deinen besten Spieler. Ich glaube, spielen kann hier gar keiner, aber... Wir haben auch keinen Spaß bei uns. Möchte ich einfach mal anmerken. Aber komm, da können wir doch echt. 1,4 Tage. Lass uns doch LP hinschicken. Nee, das ist gemein. Obwohl, eigentlich bei Bobby haben wir es nicht anders gemacht, ne? Aber die ist halt gerade noch verletzt. Wie lange läuft der Spaß hier noch? 18 Tage, okay. Sobald LP wieder fit ist, schicken wir die. Die alte Priesterin. Och, just me. Hab dich doch nicht so. Warum denn Panik? Standard, beruhige sie. Ah, nee. Ah, warte, da musst du Wärter sein, ne? Alice Cooper, beruhige sie. Keine Sorge, Alice Cooper macht das. Spielt ihr ein schönes Liedchen und dann läuft das. So. Hier muss noch aufgeräumt werden. Na, ah, hat es nicht geschafft.
Na, wenn die Frau austickt, kann es schon mal sein, dass alles in die Binsen geht. Ich überlege gerade, wir könnten hier auch nochmal so eine Tiefkühltruhe reinpacken. Damit wir da den Hopfen einlagern können, dann müssen die nicht wieder quer durch die Basis laufen, ne? Das ist immer das Ding mit dem quer durch die Basis laufen. Kostet alles Zeit. Was war das denn? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt im Video gehört, aber es hat sich angehört, als hätte jemand hart gefurzt. Wahrscheinlich LP. Ein heiliger Furz sozusagen. So. Dann wollen wir hier den Hopfen. Hopfen und Malz, Gott der Hals. So. Oh, Just be chilled. Sie muss sich ein bisschen beruhigen. Aber das sei ihr vergönnt. Ein bisschen Beruhigung. Oh, wir haben wieder eine Kolonistenstatue. Diese Skulptur handelt von einer Mütze. Ja, warum auch nicht, ne? Warum auch nicht? Wo montieren wir die hin? Machen wir hier, oder? Dieser Bobby. Macht er gut. Das weiße Lama stirbt aber auch gar nicht, du. Naja. So, das ist wunderbar. Wie sieht's hier unten aus? Da liegt mir noch zu viel Zeug herum. Haben wir die Bots? Ja, die Bots sind alle durch. Hier passt eigentlich auch alles. Warte mal. Lass uns mal Alice Cooper schicken. Ich hätte ungern, dass die Bauteile kaputt gehen. Das wäre sehr schade um die. Ja, wunderbar. Bei den Waffen ist es mir relativ egal. Aber die Bauteile, die sind's halt. So, warum steht der hier da drinnen? Also irgendwie... Hier ist Reiten verboten. Reiten verboten. Ich habe extra das schöne Reiten verboten Lied gesungen. Und trotzdem. Aber wir haben doch hier... Ja, wir haben hier genug Reittierplätze eigentlich. Ich mach mal noch ein paar her. Kostet ja nichts. So. Vielleicht konnten sie einfach das Tierchen nicht abstellen. Jetzt gucken. Ich hoffe ja, dass die sich fortpflanzen noch. Die zwei Hübschen. Er berührte Wiesenave sanft. Hm. Ich mag die. Ich finde die so cool. Die sind so absolut genial. Die könnte man eigentlich verbrennen, ne? Komm, lass die abholen und einfach mal ins Krematorium schmeißen und dann passt das. Oh, Trüffel! Ey, wir müssen die zähmen, ne? Wir müssen die zähmen, ich brauche Trüffel. Machen die das nur in der Wildnis oder machen die... If they are hungry? Ah, aber nur wenn die hungrig sind. Das heißt, am besten ist es, du lässt die einfach wirklich in der Wildnis und holst dir die Trüffel immer wieder mal, ne? Macht wahrscheinlich mehr Sinn. Weil hier werden die ja nie hungrig. Apropos hungrig. Das ist ja gruselig. Wir haben nicht mehr viel Essen für die Tiere. Isasi, was hast du ver... Ja, Isasi ist zwar total interessiert, aber ich glaube, wir nehmen die da aus. Ich glaube, wir lassen Alice Cooper weiterhin alleine die Tiere übernehmen. Weil dadurch, dass die
dass er ein Impied ist. Hat er halt einen Nachteil. So, was haben wir hier? Wort des Fortschritts. Quantenenergie. Verzauberungsqualität hätte ich gern. Hier geht gerade gar nichts mehr weiter bei den Speerrüstungen, ne? 3 halte ich, 80 Blastahl, 10 Uran. Naja, es kann schon sein, dass wir... Ich glaube, wir haben keine Hightech-Bauteile. Kann das sein? Ich glaube, das ist gerade das Problem. Müssen wir welche erstellen? Bauteile haben wir genug, aber Hightech-Bauteile, ja, da ist das Problem. Problem erkannt, Problem gebannt. Hier könnte man eigentlich noch einen Boden reinhauen. Oder zumindest glätten. Komm, Boden muss jetzt nicht sein, aber lass doch mal zumindest glätten. Sieht hier auch ein bisschen hübscher aus. Hier glätten wir auch mal durch. Yuki liegt in den Wehen. Hopp, hopp, Yuki. Schnell. Schafft's es noch? Feuerstein. Mach dich schon mal bereit. Begleite sie. Ah! Ah! Feuerstein sieht schon cool aus, ne? Jetzt. Also. So nicht, aber mit dem Helm, das hat schon was. Ja, 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 ja. So, okay. Nee, Feuerstein, bleib da. Kannst dich gleich versammeln hier für die Geburt. So. Wir versammeln uns. Yukis Alter, Geliebte anwesend, wunderbar. Gesundheitseffekte des Bettes. Alles, was man sich wünscht. Alle trampeln drüber, wunderbar. Übers Bett gehüpft mal schnell. So habe ich mir das vorgestellt. Wie sieht es eigentlich strommäßig? Strommäßig im Moment nicht so gut, ne? Also es geht noch. Ich überlege gerade, dass wir uns nochmal vielleicht hier fortschrittliche Batterien reinsetzen. Denn... Ich möchte ja hier nochmal was zusammenbasteln. Oh, neue Statue. Gottheit! Oh, was ist das Q nochmal? 100? 1000? Auf jeden Fall 8 Kürbisse. Bobby will... Ich glaube, Bobby ist ein bisschen faul geworden, oder? Weißt du, früher ewig lange Texte, ewig geil aussehen, ne? Wenn man sich das hier mal anschaut. Und jetzt einfach nur noch Gottheit. 8 Kürbisse sind drauf, das war's. Bobby ist faul geworden. Ich glaube, was sich auch lohnen könnte, wäre eine zweite... Ein zweiter Fabrikationstisch. Ich habe so ein Gefühl. I got a feeling, dass das eventuell was bringen könnte, wenn da künftig 2 Leute gleichzeitig herstellen können. Wir haben ja... Ich meine, wir haben ja die Leute dafür, theoretisch. Und was mir auch in den Sinn kam, dass wir den Schmelzofen versetzen. Obwohl, nee, können wir hier lassen. Ist egal.
So, Pflaster, kaputte Kleidung. Was ist kaputt? Ach ja, die Schutzweste. So, kommt jetzt das Kind bald mal. Oh, schrei nicht so, mach jetzt. Bring jetzt das Kind auf die Welt, verdammt nochmal. Apropos Kind auf die Welt bringen, uns fehlt hier ein Babybett. Wo haben wir das denn hingepackt? Hatten wir nicht mal ein Babybett? Haben wir das abgerissen? Ich glaube, wir haben es abgerissen. Babybett. Ich könnte jetzt natürlich die Suche nutzen, ne? Aber es wäre langweilig. So. So, raus mit dem Braten. Raus mit den Viecher. Geht doch. Das heißt wieder Kokonui. Oh, Menagerist und wunderschön. Das sind ja mal Trades, die gefallen mir. So. Heißt jetzt erstmal Jared. Okay. Wird schon abgeholt, das Kind. So. Dann wollen wir hier... ja, eigentlich dasselbe machen. Fabrikation. Speichern. Reinladen. Bauteile darf hier jeder herstellen, der Lust hat, ne? Genau, fast. Das ist jetzt hier unsere kleine Fabrik. Komm, weißt du was? Kostet nix. Machen wir. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Leute. So. Süß. Wieder ein neues Kind. Freue ich mich. Ach, Flask hätte gerne ein eigenes Schlafgemach. Ach, der feine Herr. Ja, kriegt er, komm. Will ich nicht so sein. Ich glaube, das Problem ist, wenn da ein Babybett drin steht, da gilt es nicht mehr als Schlafgemach. Was total irrsinnig ist, weil warum sollten Adlige... oder? Also, naja. Gut, aber pass auf. Wir schicken das Kind einfach... komm, Teko, es ist an der Zeit, dass du mal Verantwortung übernimmst. Ist doch so, oder? Soll der Teko doch mal erwachsen werden jetzt hier? Mit seinen 15 Jahren... vielleicht kriegt er dann auch ein Bart. Oder schönere Haare. Oder was auch immer. Ah, das ist so... das war, glaube ich, eine sehr gute Idee mit Bobby. Ich glaube, das läuft. Wenn der irgendwann mal, wenn der jetzt das wirklich gut levelt hier mit der Kunst und wir sehen, das tut er. Ich glaube, dann könnte das tatsächlich sehr gewinnbringend für uns sein. Auf Dauer. Meditationsplatz fehlt. Oh, was? Jared? Alter, das ist geil. Jared hat bereits... er ist bereits ein Psycaster. Ja, nice. Mechs und Magie. Woo. Halleluja. So, meine Lieben, aber das soll es, glaube ich, wieder gewesen sein für heute. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar. Freue ich mich sehr drüber.
Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.